Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Teil von meiner Joomla 3.4.1 Tutorial-Reihe. Heute dreht sich alles um Menüs. Wir werden Menü-Container erstellen, wir werden die befüllen mit Menü-Items. Ich habe schon die Seite aufgerufen. Ihr werdet sehen, ich bin wieder auf meinem Ausweichs-Host. Ganz einfach aus dem Grund, BePlaced hat mich heute im Stich gelassen und die Seitenladegeschwindigkeit ist unter aller Sau. Ich brauche 30 Sekunden, um eine Seite zu refreshen. Und hier geht es bedeutend schneller. Ich bin natürlich auch schon im Backend eingeloggt. Ich habe was gefaselt von Menü-Container, Menü-Items. Was ist das überhaupt? Ich werde jetzt hier im Video den Menü-Container umranden. Das ist nämlich das Main-Menü. Und darin befindet sich ein Menü-Item mit dem Namen Home. Und sowas werden wir heute erstellen. Als allererstes gehen wir mal ins Backend und klicken auf Menüs. Und dann noch einmal auf Menüs, dann bekommen wir nämlich sämtliche Menü-Container aufgelistet, nämlich hier sehen wir das Main-Menü und wir erstellen gleich einen neuen, hier über die grüne Schaltfläche neu. Dann braucht ihr natürlich einen Namen, JoomTut für Tutorial. JoomTut ist der Menütyp, das ist quasi der Systemname des Menüs. Dann können wir sagen, speichern und schließen und schon haben wir einen neuen Menü-Container angezeigt, also angelegt. Wenn wir jetzt das Frontend refreshen, passiert überhaupt nichts. Warum sehen wir denn nicht? Ganz einfach, Joomla weiß ja noch gar nicht, wo wir diesen Menü-Container anzeigen lassen wollen. Hier hinten beim Main-Menü sieht man einen Dropdown-Button mit Module. Da steht drin Main-Menü Public in Position 7. Da ist die Position 7 eben dem Main-Menü zugeordnet. Und wir wollen das ja ebenfalls jetzt da hier in der Position 7 verankern. Also klicken wir hier auf diesen Link, ein Modul für diesen Menütyp hinzufügen. Und da müssen wir mal als allererstes einen Namen vergeben, sagen wir Joomla Tutorial. Und wir müssen auch eine Position hinzufügen. Da sind sämtliche Positionen aus sämtlichen Templates, die installiert sind, aufgelistet. Da haben wir das Allrounder hier oben. Wenn man weiter runter scrollt, kommen wir zum Bees 3 und noch weiter unten haben wir das Protostar. Bitte vergewissert euch, dass die Modulposition, die ihr auswählt, auch tatsächlich von dem aktiven Template ist, weil sonst funktioniert das erst wieder nicht. Also, scrollen wir runter bis zur Modulposition 7. Hier habe ich euch schon gezeigt, wie man bei einem Template rausfindet, wo welche Modulposition sitzt. Und dann sagen wir ganz einfach einmal, lassen wir alles so wie es ist und sagen, speichern und schließen. Ich refreshe mal das Frontend. Das sollte ja relativ zügig gehen. Und schon haben wir einen neuen Menü-Container angelegt, der bisweilen noch leer ist, noch kein Item. So, jetzt haben wir noch immer in die Module drin. Weil da haben wir ja quasi ein neues Modul erstellt, Joomla Tutorial. Und wenn ihr jetzt da guckt, steht hier nicht JoomTut, sondern Joomla Tutorial. Sprich, der Name von diesem Menü-Container nimmt sie Joomla aus den Modulen selbst. Joomla Tutorial, genauso wie im Frontend. Und die Seite, die wir jetzt hier haben, auf die kommt man auch, wenn man auf Erweiterungen und Module klickt, dann kommt man ebenfalls exakt hierher. So, wir müssen aber jetzt wieder zurück zu den Menüs. Und hier haben wir ja einen Menü-Container angelegt unter Menüs und Menüs. Und jetzt müssen wir ein Menü-Item anlegen und zwar für JoomTut. Hier wird der Name angezeigt, den wir vorher beim Menü-Container vergeben haben und nicht der aus den Modulen. Da klicken wir mal drauf. Dann sehen wir, dass wir nichts sehen und legen über den Neu-Button einen neuen Eintrag an, ein neues Menü-Item. Da sagen wir jetzt einmal Hoster-Auswahl. Ja, machen wir das weg. Schreiben wir das zusammen. Dann müssen wir uns entscheiden für einen Menü-Eintragstyp. Das werden wir uns einmal kurz angucken. Das meiste ist selbsterklärend. Manches kann man, lasse ich jetzt auch hier weg, weil es für einen Anfänger einfach wenig hilfreich ist. Und zwar, als allererstes haben wir eine Rubrik Beiträge. Da können wir alle Kategorien auflisten, archivierte Beiträge anzeigen lassen, einen Beitrag erstellen, wenn zum Beispiel Benutzer von euch Rechte haben, dass sie im Frontend einen neuen Beitrag schreiben, dann brauchen die natürlich auch einen Button, wo sie draufklicken, um einen neuen Beitrag zu erstellen.
Dann kann man auf einen einzelnen Beitrag verlinken, das werden wir dann auch machen. Dann kann man sich die Haupteinträge anzeigen lassen, einen Kategorieblock erstellen. Zum Kategorieblock werde ich wahrscheinlich ebenfalls noch ein Video machen, weil das auch sehr viele Leute interessiert. Und eine Kategorieliste kann man sich anzeigen lassen. Dann haben wir Benutzer, Anmeldeformular, Benutzername erneut zusenden, Benutzerprofil bearbeiten und so weiter. Ich glaube, das ist das meiste ist ja selbsterklärend. Und da kann man halt quasi die Buttons oder die Menüeinträge dafür kreieren. Konfiguration, da kann man dem Frontend-Benutzer die Möglichkeit geben, Template-Optionen zu verändern, beziehungsweise euren Admins die Website-Konfiguration anzeigen lassen. Kontakte ist auch klar. Alle Kontaktkategorien auflisten lassen, einen einzelnen Kontakt anzeigen lassen. Hauptkontakte, ja. Newsfeed, ja, ohne Worte. Schlagwörter und Tags, meiner Meinung nach sehr selten zu gebrauchen. Die Suche, da haben wir Suchformular oder Suchergebnisse auflisten. Hier. Und dann haben wir hier noch einen Suchindex. Das ist das Standard-Layout der Joomla-Suche. Systemlinks, das einzige, was ich da jetzt dann noch externe URL, da kann man eine interne oder externe URL angeben, um eventuell auf eine Partnerseite zu verweisen. Und hier ganz unten können wir noch einen Wrapper erzeugen, um einen iFrame-Wrapper anzeigen zu lassen. Vielleicht mache ich da ebenfalls noch ein extra Video. Aber für das heutige Video reicht uns Beiträge und die Verlinkung zu einem einzelnen Beitrag. Wo ist? Hier ist es. Dann muss man natürlich den Beitrag selbst auswählen, zu dem man verlinken möchte. Auf diesem Server habe ich nur einen Beitrag, nämlich den Testbeitrag. Der Link ist klar. Das Zielfenster ist hier im gleichen Fenster. Da kann man natürlich auch sagen, ein neues Fenster mit Navigation oder ohne Navigation öffnen. Template-Stil kann man definieren. Die Menüzuordnung. In welchem Menü-Container soll das angezeigt werden? Im JoomTut oder im Main-Menü? Ich habe hier halt so einen merkwürdigen Namen verwendet, damit ihr sofort seht, dass der Name aus dem Frontend von den Modulen kommt und nicht vom Menü-Container. Ihr werdet natürlich dann hier einen anständigen Namen verwenden, der halbwegs gleich ist mit dem, was tatsächlich dann im Frontend angezeigt wird, damit ihr euch leichter tut mit der Zuordnung. Dann oberste Menüebene, das zeige ich euch ebenfalls gleich im Anschluss, was damit gemeint ist. Und so speichern wir das ganz einfach. So, und wenn wir jetzt das Frontend refreshen mit F5, dann haben wir hier schon in unserem Menü-Container Joomla Tutorial den ersten Menü-Eintrag oder Menü-Item zur Auswahl. Hier Hosterauswahl. Wenn man da draufklickt, kommt man natürlich ebenfalls wieder zum gleichen Beitrag. Und ihr seht, das schaut gar nicht so aus, wie wir das eigentlich haben wollen. Wir wollen es ja so haben, wie hier im Main-Menü. Das bewegt sich ja noch recht schick. Und dazu gehen wir wieder auf die Erweiterungen und Module. Das ist bei jedem Template ein bisschen anders. Da könnt ihr euch, wenn ihr ein anderes Template verwendet, bei eurem Template-Hersteller informieren, beziehungsweise in der Hilfe oder in der Anleitung einmal nachlesen, was ihr da einstellen müsst, damit euer Menü dann tatsächlich so ausschaut, wie ihr es haben wollt. So, ich bin jetzt bei dem Modul JoomTut und da gehen wir hinten auf Erweitert und da haben wir Modulklassensuffix. Und da geben wir ein Unterstrich Menu, Martha Emil Nordpol Ulrich und sage einmal Speichern und Schließen. Und wenn ich jetzt das Frontend refreshe, dann sollte sich das Menü-Item anpassen, was es auch tut. Was mir persönlich jetzt weniger gefällt, angenommen ist, dass Joomla Tutorial als zweiter Menü-Container platziert ist. Ich möchte das aber noch vor dem Main-Menü haben. Und möchte das Main-Menü an zweiter Position haben und das Joomla-Tutorial an erster Position. Wie kann ich das verändern? Ganz einfach hier bei die Module klickt man hier auf diese zwei kleinen Pfeile. Und dann werden die drei Punkte hier aktiv. Und man kann sie auch anfassen. Und man kann zum Beispiel das Joomla-Tutorial mit gedrückter Maustaste nach oben ziehen. Einfach auslassen. Das Frontend dann refreshen und schon ist Joomla Tutorial an erster Position und das Main Menü an zweiter. So könnt ihr eure Container sortieren, quasi wie ihr es gerne haben möchtet.
Wir legen noch ein zweites Menü-Item an. Ah, falsch. Neuer Menüeintrag. Nämlich wir gehen hier auf Menüs. Dann Jump Tut, neuer Menüeintrag. Dann wählen wir natürlich wieder einen einzelnen Beitrag aus. Verweisen wieder zu dem einzigen Beitrag, den wir hier haben auf dieser Seite. Ich denke mal, ihr wart schon ein bisschen fleißiger und habt schon einige Beiträge geschrieben. Und ja, speichern das ganz einfach und sagen, einen Namen braucht man natürlich auch noch. Dann brauchen wir Joomla Installation. Und jetzt dürfen wir speichern und sagen gleich einen neuen Container, einen neuen Eintrag machen. Ich refreshe mal das Frontend. Und jetzt seht ihr Hostauswahl, Joomla Installation. Und jetzt möchte ich zum Beispiel bei der Hosterauswahl einen bestimmten Hoster als Untermenü einfügen, der nur dann sichtbar ist, wenn ich tatsächlich auf die Hosterauswahl geklickt habe, also wann das aktiv ist. Dann sagen wir zum Beispiel replaced, wieder zu einem einzelnen Beitrag verlinken, dann den Beitrag auswählen, zu dem man verlinken möchte. Und das ist jetzt da das, was ich vorher schon angesprochen habe. Der übergeordnete Eintrag ist nicht die oberste Menüebene, sondern es soll ein Untermenü von Hosterauswahl sein. Und so speichere und schließe ich das jetzt einmal. Refreshe nochmal das Frontend. Und dann seht ihr hier Hosterauswahl. Das ist momentan aktiv, das erkennt man an der Fettschrift. Und drunter Be Placed. Wenn ich jetzt auf Home klicke, möchte ich, dass BePlaced verschwunden ist. Das tut es aber leider nicht. Daher noch einmal auf Erweiterungen, auf Module. Wir gehen noch einmal in das Joomla Tutorial Modul. Und hier unten gibt es einen Eintrag, der nennt sich Untermenüeinträge anzeigen, ja oder nein. Da klicken wir mal auf Nein, sagen Speichern und Schließen. Gehen noch einmal zurück auf Home. Und jetzt ist das Untermenü verschwunden. Zumindest nicht sichtbar im Moment. Erst wenn man auf Hostauswahl klickt, dann klappen sämtliche Untermenüeinträge aus. Also in unserem Fall jetzt nur eines. So, und das war's eigentlich mit dem Video zum Thema Menü erstellen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Container zu erstellen, diese dann mit Menü-Items zu bestücken und so eure Beiträge mit einem Menü zu verlinken. Aber zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie man eine horizontale Menüleiste im Allrounder erstellt. Das geht bei jedem Template, oder sagen wir mal bei fast jedem Template. Aber ihr müsst halt nur in der Beschreibung nachgucken, welche Modulposition man dafür verwenden soll oder ob man da eine beliebige Modulposition verwenden kann. Und zwar, ich möchte den Container Joomla Tutorial als horizontale Menüleiste haben mit Dropdown-Funktion. Und das ist im Allrounder eine spezielle Modulposition, nämlich die Modulposition 1. Dazu gehen wir nochmal auf Erweiterungen und Module und öffnen nochmal unser Joomla Tutorial Modul. Und auf der rechten Seite wechseln wir jetzt von Modulposition 7 auf Modulposition 1. Da müsst ihr aufpassen, nicht 1,1, sondern nur 1. So, und ich speichere das Ganze mal ab. Und das ist die ganze Hexerei an der Geschichte. Und schon sollte ich eine horizontale Navigation haben. So, Joomla-Installation funktioniert. Ich habe hier keine Dropdown-Funktion. Erst wenn ich draufklicke, geht dann tatsächlich das Untermenü auf. Das möchte ich allerdings nicht. Ich möchte auch, dass, wenn ich hier auf Home bin zum Beispiel, dass ich hier sehe, was sich dahinter verbirgt. Und dazu muss man hier Untermenü-Einträge anzeigen, auf Ja stellen. Was wir vorher auf Nein gestellt haben, stellen wir jetzt da für das Dropdown-Menü wieder auf Ja. Speichern das Ganze nochmal ab. Messen natürlich das Frontend nochmal refreshen. Und jetzt da, wenn ich mit der Maus drüber gehe, zeigt er mir auch die Untermenü-Einträge an zur Hosterauswahl. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen bzw. geholfen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!